In Thunderbird können Sie Nachrichten archivieren, das bedeutet, Nachrichten aus dem aktuellen Ordner in einen speziellen Archivordner zu verschieben. Dadurch bleiben Ihr Posteingang und andere Ordner übersichtlich und sauber. Dieses Archiv kann im Postfach Ihres E-Mail-Kontos, bei IMAP-Konten ist es auf dem Mail-Server enthalten, oder in einem lokalen Ordner liegen. Die Verwendung eines lokalen Ordners verringert außerdem die Gefahr, schnell das von Ihrem E-Mail-Server zur Verfügung gestellte Nachrichtenlimit zu erreichen. Archivierte Nachrichten werden weiterhin von der Thunderbird-Suche indiziert. Archivieren Ihrer Thunderbird-Nachrichten. Um eine oder mehrere Nachrichten zu archivieren, wählen Sie die gewünschten Nachrichten aus. Wir empfehlen, nicht mehr als 2000 Nachrichten gleichzeitig auszuwählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Archivieren oder drücken Sie einfach die Taste A auf Ihrer Tastatur. Speicherort der Archive festlegen. Der Speicherort für Ihre archivierten Nachrichten wird individuell für jedes E-Mail-Konto angepasst. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie Konteneinstellungen. Wählen Sie auf der linken Seite des Fensters Konteneinstellungen, das gewünschte E-Mail-Konto und klicken Sie dann auf Kopien und Ordner. Gehen Sie dort zum Absatz Nachrichtenarchiv und verwenden Sie die Optionen im Absatz Archiv speichern unter, um den gewünschten Speicherort für das Archiv festzulegen, entweder im Postfach Ihres E-Mail-Kontos oder in einem lokalen Ordner, oder die Funktion insgesamt zu deaktivieren. Hinweis: Eine Änderung des Speicherorts wirkt sich nur auf Nachrichten aus, die anschließend archiviert werden. Sie können die Nachrichten in einem alten Archivordner jedoch erneut archivieren, um sie einfach an den von Ihnen festgelegten neuen Speicherort zu verschieben. Ordnerstruktur der Archive festlegen. Sie können die Struktur des Archivordners auch selbst festlegen, indem Sie im Absatz Nachrichtenarchiv auf die Schaltfläche Archivoptionen klicken. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie dann, ob Sie alle Ihre archivierten Nachrichten in einem einzigen Ordner aufbewahren oder sie in Unterordnern, getrennt nach Jahr oder Monat, organisieren möchten. Sie können auch die ursprüngliche Ordnerstruktur des Kontos im Archiv erhalten. Mehrere Identitäten pro E-Mail-Konto. Wenn Sie für ein E-Mail-Konto mehrere Identitäten definiert haben, können Sie den Speicherort und die Ordnerstruktur für jede Identität gesondert festlegen. Möchten Sie Thunderbird weiter optimieren? Dann schauen Sie einmal in unser Buch, der Link ist in der Videobeschreibung.